So, und damit willkommen. Die Sonne geht wieder schön auf. Zurück zu Astroneus. Wir wollen endlich mal zu einem anderen Planeten noch fliegen. Das machen wir jetzt. Vorbereitet haben wir es ja schon. Und ja, mit unserem offenen Dreisitzer. Ja, wir haben ja noch Raumentzug an, also von daher kann ja nichts passieren. Bisschen höher. Haben wir hier was in Reichweite? Nee. Nee. Der ist glaube noch ein bisschen weiter weg, ne? Das ist der nächste von der Sonne, da kommt dieser hier. Dann müssten glaube wir kommen. Und dann die zwei. Ja, jetzt müssen wir einfach mal warten. Also wir können jetzt auf jeden Fall an den hier. Das ist der verstrahlt. Okay, also da sterben wir direkt wegen Strahlung. Da müssen wir gut Ressourcen sammeln, aufbauen. Jetzt kommt der hier in Reichweite. Der ist wüstenhaft. Hm. Was heißt das? Ist aber auch näher an der Sonne dran. Wüstenhaft. Das sind bestimmt auch viele Sandstürme dann. Könnte auch sein, dass er ständig einen Sturm hat. Wissen wir ja nicht. Jetzt hoffen wir, dass da hier vorne mal irgendwann in Reichweite reinkommt. Ich meine, wir können ja auch hier ewig rumstehen. Ja, der ist verstrahlt, wüstenhaft, alles klar. Und was ist der da hinten? Ich glaube, das ist dann der weiteste, ne? Der am weitesten weg ist. Oder der hier? Das heißt, umso weiter weg die von der Sonne sind, wäre es natürlich angebracht, vielleicht auf Windkraft umzusteigen. Erforscht haben wir ja, glaube ich, schon alles. Also, egal ob Sonne, Wind. Dauert es ewig. Ich glaube, wir sind tatsächlich festgenagelt, Zwischensprünge zu machen. Aber der kommt immer näher. Der würde mich auch interessieren, der Kleine. Ja, der Kleine kommt langsam aber sicher näher. Der kommt schneller näher. Der dauert hier hinten noch ein bisschen. Dann entscheiden wir uns für einen von beiden. Also der ist auf jeden Fall verstrahlt, der ist wüstenhaft, da will ich auch nicht unbedingt gleich mal hin. Irgendwann fahren wir die zwei auf jeden Fall mal an. Der und der würde mich jetzt mal erstmal interessieren, was die haben. Was die können, wie das Terrain ausgestattet ist hier. Ja, komm mal rein hier in das Feld.
Das ist Tundra auf jeden Fall, ist klar. Warten wir vielleicht, bis der hier drüben noch kommt. Dauert auch nicht mehr lang. Er ist auf jeden Fall ein hinter uns. Fisch ist der noch zwischendrin. Der kommt sogar noch vorher. Tundra als Eisplanet, ne? Oder? Korrigiert mich bitte, wenn ich was Falsches sage. Auf jeden Fall da hinten. Ob die auch irgendwann mal alle in einer Reihe stehen, dass so geht? Ja, hätten wir Zwischensprünge gemacht, hätten wir die anderen schon lange uns angucken können. Fliegen einfach mal dahin, nutzen das schnell. Jetzt kleiner Zwischenstopp. Exotisch. Das Teil ist exotisch. Was heißt das jetzt genau? Aber nicht der am weitesten weg ist. Also hinter unserer Erde kommt nochmal der und der ist exotisch. Also die Erde ist der vierte Planet, hier haben wir, zuerst kommt der, dann kommt der Wüstenplanet, dann kommt der exotisch. Dann kommt erdähnlich und dann kommt die Tundra. Ja, wir können ja mal rauf landen. Exotisch. Ich nehme mal den Landepunkt. Ich habe keine Ahnung, was exotisch sein soll. Aber er hat Wolken. Und Forschung. Und Kupfer anscheinend drin. Keine Ahnung mehr drauf sterben. Okay, wir bauen mal das Habitat hin. Hier hört sich auf jeden Fall an, als gibt es hier genug Wind. Ach so, Gemisch braucht es. Okay. Dann würde ich sagen, wir laden mal alles ab. Fliegen wieder zurück.
Und hoffen, dass dann noch alles da ist. Dann müssen wir ein bisschen Nachschub holen hier. Na okay, das Symbol sieht man. Passt sehr exotisch. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, der Planet. Ja, dann fliegen wir mal zurück zum Mond und holen uns ein bisschen Nachschub. Und sehen, ob wir hier so ein bisschen zwischenlanden müssen. Einen Tank haben wir noch. Sehr erledigt. Mond. Ach, der Tank reicht ja ewig. Finde ich gut. Voll aufs Auto. Ach je. Gucken wir mal, wie wir wegkommen mit dem Ding. Nö, alles klar. Ich hänge fest. So, hier haben wir ja schon ein bisschen was geholt. Dann nehmen wir uns das gleich mal und stecken das hier drauf. Oh, sorry. Vollblubbern bitte. So, alles klar. Dann brauchen wir jetzt Plattform bzw. Ja, doch. Aber da brauchen wir auch wieder Gemisch, ne? Wo ist denn der Drucker? Verdammt, da. Nochmal Harz. Harz haben wir keins mehr, müssen wir das produzieren. Den Klammer draufstecken. Nachfüllen.
zwar für die Plattform, ne? 8 Stück, super Tausch. Tja, wo ist die Plattform gerade? Bis gleich. Ja, genau, und gleich sind wir uns wieder. Ja, gleich, also. So, da kommt sie gerade rein. Jetzt haben wir was verpasst. Wir hätten 4 bloß drauf machen müssen, nicht mal 8. Ja, ist egal. Okay. Das wollen wir noch nennen. Mal 4 Plattformen mit. Können wir eben schon sowas bauen. Okay, 3 Plattformen in den Drucker müssen wir mitnehmen. Und wir bauen einfach nochmal so einen Drucker. Warte mal, das Harz nochmal mit, ne? Zack. Und Platz 2, ja. Ist klein. Rinn in die gute Stube, voll getankt haben wir und ab geht's.
zu den Exoplaneten. Das ist, wo wir vorhin waren. Das war hier so im grünen Bereich. Da kommt sie dann. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn die Kollegen da noch mitspielen. Ob die dann auf dem Mond sind oder... Ja, das weiß ich eben nicht. Aber das kriegt man alles raus. So, ja, packen wir mal aus hier. Natürlich ein bisschen Strom. Statt leer zu fliegen, könnten wir eigentlich die Forschungen mitnehmen. Die wir so rumwimmeln. Was ist das jetzt hier eigentlich? Oh, schreckt mich doch nicht so, Welt. Ah, Titan. Hier gibt's Titan. Ja, ja. Jetzt ballern wir das Schiff noch voll.
So, ist noch was in der Nähe? Nee, ne. Gehen wir schnell zu dem Schiff dann. Da ist noch eins. Ist hier eigentlich Energie, was hier rumliegt? Ja, genau. Okay, wir gehen gleich zu dem Schiff. Erstmal die Forschung schnell zurück. Dann haben wir das nämlich auch voll beladen. Sauerstoff nachtanken. So. Oh, oh. Also gibt es schon ein paar Gefahren mehr, sehe ich. Eine Batterie herstellen schon wieder. Finde ich gut. So, haben wir noch Lagermöglichkeiten, dass wir das hier lassen können? Ja. So, das Lithium nehmen wir mit, da kann man eine neue Batterie bauen. Und achso, Strom haben wir ja hier keinen, es ist gerade Nacht. Wir bauen uns mal eine Windturbine noch. Ich glaube, das wäre noch ganz sinnvoll. Also wieder zurück zum Mond. Juhu! Gefahren gibt es hier drauf, das ist Wahnsinn. Musst du aufpassen, wo du denn rennst. Mond gibt so gut wie... Ach, der denn da hin? Ist das Flabber? Ba. Oh, jetzt muss man aber springen, du. Also, wir springen jetzt zu dem schnell. Hello.